Ich weiß nicht, ob das aussieht. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Ich muss da irgendwie Licht da reinkriegen. War das jetzt hier oder war das noch ein? Hier war noch ein Hörner, ne? Nee. War schon richtig. Ich wollte das hier so mal hinmachen. Und zwar extra mit den Steinen. So, die Frage ist ganz am Ende. Nein, nicht doch. Jetzt habe ich gleich keine mehr. Dann hätte ich nämlich. Ich müsste eigentlich so machen. Obwohl mir das nicht gefällt. Oder wir machen das anders. Warte mal, wo ist mein. Da. Wie gesagt, das sollte sich eigentlich nicht abnutzen. Komischerweise ist wohl irgendwie anders, dass das nicht, sich nicht abnutzt. So, dann machen wir das doch noch anders. Und zwar. So. Wo mir das auch nicht gefällt. Obwohl mir das auch nicht gefällt. Aber anders geht's wohl nicht. So. Dann müssen wir die Teile doch wieder wegkloppen. Könnte einfach mal für die Optik. Nur für die Optik. Sieht das aus. Wenn man das so macht. Und du gehst jetzt. So. Ja, doch, ne? Ist mal was anderes. Warte mal. So. So. Und dann wieder so. Irgendwie hat das was, ne? Irgendwie hat das was. Jetzt muss ich aber doch noch welche von den Teilen machen. Ich brauche ich noch welche von. Brauche ich noch welche von. Aber nicht mehr viel. Das sollte schon reichen. Das kommt so. So, dann kommt es weg. Und dann kommt das wieder dorthin. Man könnte natürlich auch einfach so machen, ne? Dann so in den Ecken verbunden ist. Ne? Ach, da geht's nicht. Dann muss ich das auch wieder entfernen, damit das wieder gleich aussieht. Nein, runter wollte ich nicht. Hallo, Hilfe! Es ist immer noch da zu dunkel. Monster können spawnen. Ja, dann mache ich dann doch. Hä? Nein, da. Am besten wäre natürlich. Wenn ich da Lampen hinmachen würde. So richtige
Glowstone-Lampen, oder? Was meinst du? Die leuchten ja so, da braucht man ja nichts für tun. Ne? Das ist ja klar. Bin gerade überlegen, was man da oben machen könnte. Ich werde das einfach erstmal so lassen. Nein, mir fehlt einer. Das ist ja Mist, da mit dem Beleuchten von den Räumen immer, dass da keine Monster kommen. Finde ich voll scheiße. Sollte man da jetzt auch rübergehen? Nee, sollte man nicht. Das bleibt so. Könnte höchstens einen Deckel drauf machen. Oder? Was ist denn, wenn wir... Ach, jetzt habe ich schon wieder keine mehr. Oder wir machen das anders. Habe ich nicht von den anderen Teilen noch welche mit? Nein, habe ich nicht. Dann machen wir das anders. Die haben wir aber noch. Das weiß ich. Die habe ich unten in der Truhe gesehen. Die haben wir noch. Ich werde davon mal ein paar verbauen. Und zwar... Muss ich trotzdem erst wieder nach oben. Tlip, tlip. Dass wir die einfach mal hier so drüber machen. Na, lass mich. Hallo? Nein. Runterfallen wollte ich nicht. Na, ist egal. Kann man jetzt auch so dahinsetzen. Dafür brauche ich nicht da stehen. Für was das hier gut sein soll, keine Ahnung, ist egal. Hauptsache hier ist was drin. Und der nächste Raum ist ein Problem. Was ist denn, wenn wir da... Na gut, das hat einen Holzfußboden, ne? Das könnte problematisch werden, wenn wir da ein Feuerchen reinmachen. Das könnte uns die Decke wegbrutzeln. Könnte. Könnte. Muss aber nicht. Bin gerade am Überlegen. Ja gut, man darf sich ja nicht von dem Teil da irritieren lassen. Wäre trotzdem richtig gewesen. Von dem. Weil das ist jetzt hier die Mitte. Da müsste ich die haben. Ich glaube, von denen habe ich auch welche. Nein. Habe ich auch welche? Nein. Aber das ist nicht schlimm. Ich brauche was von dem Netherstein. Vorher muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich das am besten mache. Das müsste jetzt eigentlich... Ja. Dann käme das nämlich dahin. Dann käme die so. Dann kann ich da wieder so scheiße dran vorbeilaufen, ne? Was
müsste man anders machen. Was denn, wenn wir das... so machen. Ja gut, dann kann ich da genauso scheiße dran vorbeilaufen. Nämlich gar nicht mehr. Ah, ich muss mir erstmal ins Bett rein, da ist schon wieder spät. Denn ich hätte da ganz gerne ein Lagerfeuer, also sowas hier in der Mitte. Nur wie machen wir das, ist das einigermaßen der Boden nach was aussieht. Einfach so, mit Slabs nur. Oder. Ist natürlich auch wieder doof. Kann man da wieder so blöd dran vorbeilaufen. Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Das ist das Problem, dass mir das nicht gefällt. Das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Jetzt habe ich davon nichts mehr. Ich mache mir davon einfach nicht welche. Habe ich keine? Nö. Da. Perfekt reichen. Sie reichen. Ich weiß nicht, was das für ein Gebilde sein soll, aber... Give it to me. So, da müsste man nämlich von den Teilen, die müssen nämlich, komm schon, ach, wieso kann ich die nicht setzen, hallo? Ah, jetzt geht's. Was ich mal das auch darstellen soll. Man könnte natürlich das noch so machen, dass das nicht so ist. Sondern einfach, ne? Na nu, da ist er. Einfach so machen. Ne? Dann erstmal reichen die Teile auch. Keine Ahnung, das ist einfach eine Säule, ne? Und dann... Ist das überall hell genug? Da kann ich spawnen. Was soll das darstellen? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn, wenn wir sowas nehmen? Können wir ein paar von diesen unnützen Sachen hier wegspringen? So. So. Das connected schon mal nicht. Aber das sieht auch komisch aus. Was ist denn, wenn wir die Dinger da nur drin haben?
So. Ist das besser als das Steinzeug? Nein. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, was das sein soll. Ich glaube, das hat schon mit den Steinen besser aus, ne? So, das sah dann schon besser aus. Ich lasse das einfach mal. Gehst du zu? So. Dann ist hier noch was drin. Naja. Egal. Für was immer das auch gut sein soll. Machen wir mal zu die Luken. Ich hoffe mal, dass ich die anderen zugemacht habe. Egal. Aber wie beleuchtet man das alles hier? Das ist die große Frage des Tages. Wie beleuchtet man diese ganzen Räume bzw. Gänge? Ist noch die Frage, ob man das Dach so lässt. Ne? Das heißt, ob man das nicht einfach zumacht. So auf eine Ebene und das dann oben einfach hohl lässt. Wäre auch noch eine Frage. Obwohl sich das natürlich hier ganz gut macht, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Aber den Raum, den müsste ich auch noch unterteilen. Da habe ich noch so viel Panik vor, weil ich nicht weiß, was ich da reintun soll. Das Ding ist hier völlig unnütz. Ach, hier war ja das Glas. Da kann man schon durchgucken. Hier auch. Nett. Ich glaube, da machen wir einfach mal zwei Druckplatten vor. Damit wir da nämlich rauf und rein gehen können. Gut. Nichtsdestotrotz wissen wir nicht, was wir hier hinmachen sollen. Muss ich mir später mal Gedanken zu machen. Da müssen eigentlich auch Druckplatten hin. Aber aus Stein. Habe ich zufälligerweise Stein mit? Nein. Aber die habe ich bestimmt in meiner Kiste. Sieht einer Stein? Nö. Ja. Dann werde ich wohl keinen haben. Dann müssen wir wohl übel. Pilz? Ne. Gehen wir einmal aus drum. Haben wir schon lange nicht mehr. Auch stinknormalen Stein. Hier noch was drin? Auch nicht. Dann müssen wir gehen ins Lager. What? Hallo, Kuckuck. Komm doch. Komm doch. Feigling, machst du sowieso nicht. Nein, gar nicht. Ist auch noch voll.
Aber mal ein ganzes Stack mit, kann ich schaden. Was? Gehört habe ich ihn. Wie viele braucht ich von den Dingern? Ich glaube zwei, ne? Zwei Stück. Unus duas. Dann haben wir das nämlich auch. So. Die Sonne geht so langsam unter. Wunderbar. Ja. Dann werden wir das jetzt erstmal so stehen lassen. Die Sonne ist schon fast untergegangen. Du kommst weg. Du auch. Du auch. Ist eh zu viel hier. Ab ins Bett. Gut, haben wir das Dach. Dann werden wir das so stehen lassen. Dann werden wir nochmal ganz kurz gucken, was unsere Getreidefarm macht. Ob sich das lohnt, einmal kurz rüber zu gehen. Habe ich gerade mal geguckt. Aber sollte normalerweise. Jo, die nehmen wir mal eben kurz mit. Dann können wir auch nochmal unsere Hühnerfarm nachgucken und unsere Kuhfarm beziehungsweise die andere Getreidefarm. Da müsste nämlich auch noch was dann fertig sein. Da rennen wir mal schnell hin. Üt. So. Dann brauchen wir uns erstmal keine Gedanken mehr, um das Dach zu machen von dem Haus. Das haben wir jetzt ja Gott sei Dank erledigt. Dann müssen wir nur noch irgendwann zusehen, dass wir das unterteilen und dann dran irgendwie so ein bisschen was an der Einrichtung machen. Bücherregale muss ich auf jeden Fall noch machen, weil da werde ich irgendwo welche hinmachen. Steht schon fest. Na, lass mich hier um die Ecke. So. Das nehmen wir auch noch mit. Ton brauche ich später auch. So. Ah, schon wieder. Ach, da hier schon. Das ist doch voll für den Hintern. Sieht da mal einer an. Da kann er von vorne und kann er immer total nicht stimmen. Das ist viel schlimmer als vorher. Viel schlimmer als vorher. Ich werde die nochmal alle töten. Schmeißen wir jetzt vorhin mal da rein. Stimmt halt nicht.
mir keinen erzählen, dass das was so in Ordnung sein mag. Ich werde die alle nochmal. Wie viele sind denn da? Sind doch gar nicht so viele, sind nur zwei Stück. Da oben sind bestimmt wieder zu viele drin. Machen wir die Tür zu, dass sie mir nicht knüren gehen. Welche nehme ich jetzt mal töten? War doch hier. Nein, da war es nicht. Der muss bleiben. Weil die hier hinter war es. Aber da könnte ich doch eigentlich auch einen Stein hier machen. Mach mal den nämlich weg. Hallo? Da war's. Ich töte die einfach mal alle. Mal gucken, was dann passiert. Jetzt haben wir aber erschrocken. Komme ich hier schon. War doch so zu, ne? Da kam Slap drauf. Das war zu. So. Erstmal kurz gucken, was hier alles in den. Da ist ein Eis, richtig. Und das kommt raus. Das kann drin bleiben. Da ist noch irgendwas drin. Nein. Oh, die Kühe, die machen mich total bekloppt. So, das ist jetzt komplett. Wo da unten sind welche drin, das ist in Ordnung. Schmeiß noch kurz mit, da braucht kein Mensch. Nur wie das. Können auch weg. Habe ich den noch? Nein, habe ich nicht. Schmeißen wir noch da rein. Den brauche ich mal ganz kurz. Müsste eigentlich so richtig sein. Da sind nur zwei Stück drin. Ich werde mir mal ein paar Eier leihen. Lass mich hier durch. Bin mir zwar nicht sicher, wie viel, aber ich glaube, mehr kann ich im Moment gar nicht mitnehmen. Da schmeißen wir mal kurz rein, dann kann ich noch ein paar mehr mitnehmen. Pilze. So. Nein, kann ich mich jetzt ja nicht drum kümmern. Denn wir schmeißen das jetzt erstmal da rein. Jetzt müssten da oben eigentlich wieder welche reinkommen. Eins. Viele sind da ja jetzt gar nicht. Das war's. Reicht uns die oder soll ich nochmal? Oder soll ich nochmal? So. Komm, die nehmen wir auch noch mit und dann ist Schluss. Wir kommen da nicht rein. Ich schmeiße nur noch mit bei. Es dürfte nicht allzu viele werden.
dann kommen wir unten rein. Alles, was jetzt an Eier legen, wird automatisch unten reingefeuert. Mit. Oh, Schuss. Da ist voll. So, dann die auch nochmal eben schnell durchbrettern hier. Boah, ist das ein Krach. Jawohl. Gut. Nehmen wir mal ein Hähnchen. So, was anderes. So, jetzt müssen wir zu, dass wir schnell in die Kiste kommen. Es ist nämlich schon wieder dunkel. Dann bringen wir den ganzen Schmarrn weg. Und dann haben wir das auch erledigt. So. Was haben wir denn alles jetzt hier? Klaus, dann brauchen wir sowieso. Denn das wird noch ein Akt werden, wenn wir das alles dann noch beleuchten müssen. Den Rest lassen wir erstmal so hier im Inventar. Zack, nach oben. Nehmen wir den neuen Gang. Öffnen wir die Tür. Ach, da ist doch schon eine Kiste. Da kann ich, hätte ich schon ein paar Samen reinschmeißen können. Da kommen dann noch ein paar Bücherregale hin. Vielleicht da auch noch. Und dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Das war, dass hier alles irgendwie beleuchten. Jetzt müssen wir vielleicht ein paar von den Glowstones halt in den Boden packen. So auch als Lampen. Sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus. Immer noch besser als so. Müssen wir schauen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Denn jetzt werde ich mich verabschieden. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.